Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nordgrünischer Marsch. Ich beginne heute mit einer neuen Aufnahmesession. Das heißt, ich brauche mal einen Überblick. Meines Wissens waren wir beim Stroh Ernte beziehungsweise Mischgetreide, Trikale. Fleißig, ich wollte erst strohlose machen, aber ich werde Ballen pressen. Düngemission. Jups, kein Kurs geladen, habe ich da gespeichert. Feld 16. Also ich habe mir da echt mal sortieren bzw. optimieren. Das dürfte eigentlich reichen. Wir ergänzen mal gleich mit Überführung. Das hatte ich hier auch gemacht. Im Fall der Fälle. Glaube ich, war mit fertig. Feld 16. 7, 4. 8 nehmen wir auch noch an. Feld 3. Gut, hier waren wir fertig. Dann fahren wir jetzt mal. Schon vergessen. Tüdelipin, bin. Feld 8, 3, 3, 3 Wagen um die Ecke. Dann fahren wir zu Feld 3. Jo, mal Gas geben, ne? So, jetzt habe ich keine Zeit. Das zeigt er mir hier nicht an. Unser Raps leider zwei Fruchtstufen drinne. Blöd, teilweise. Okay, macht nichts. Dafür müsste unser Mohn schon gut sein. Bin ein bisschen laut. Unser Mohn müsste gut sein. Und das Zeug da hinten. Und gleich um das Entladen kümmern. Gut, da können wir uns entladen. Das ist Stroh. Aber wir düngen.
Okay. Logging. Ich wünsche allen einen schönen Montag. Hoffe, ihr habt das Wochenende gut überstanden. Das ist die aktuelle Version 1.8. Ja, da fahren wir gleich weg. Weil das bringt ja nichts. Ne? Der Autobahnkurs hat auch nicht geklappt. Kam nicht um die Kurve. Der Stroh-Sammelkurs klappt auch nicht. Aber eins am anderen. Das wäre nämlich der richtige Kurs zum Wegfahren. Okay, nochmal fahren. Dünger. Feld 3. Das sollte für Feld 3 reichen. Das Gras auch schon schön gewachsen. Brauchen noch viel Heu. Sonnenblumen. So. Zwei Runden dürften reichen. Das auch. Dann haben wir das Feld 3 speichern. So, kann er arbeiten. Der ich drehe auch gleich durch, du.
So, das ist jetzt gewesen. Aber ich hatte Obama. So, 7. Kursgenerierung. Da war doch was. Hier pfeift der Wind. Generiere Feldkurs. Zurück. Speichern. Bringen. Feld. 7. 21 Meter, wenn ich alles täuscht. Kann er arbeiten. Gut, das dazu. Jetzt müssen wir noch Stroh einfahren, nebenbei. Ist ja fast fertig, das sieht gut aus. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. 10 km/h, das kann nicht sein. So, 20 Körner. Dünger. Ja, der bezahlt ist okay. Stroh. Schauen wir mal, leer kriegen, ne? Der Hänger ist ein bisschen blass. Aber warum hat er nicht einen Lern? Der hat vielleicht den Trigger nicht gefunden. Müsste aber eigentlich hier sein. Da ist er aber nicht da, wo er soll. Hey, da steckt wieder. Beton ist leider zu hart. Gut, dann kann man den Punkt nicht nehmen. Oder ich müsste rein theoretisch alleine fahren. Aber das muss doch nicht sein, ne? Lohn tut sich nicht. Aber das Lager ist voll. Wir werden die Strohballenpresse nehmen. Wenn wir alleine fahren sollen, dann ist es gleich besser. Wir werden gleich von vorne herein. Oh, Dünger oder Kalk?
Krass. Wenn wir ein paar Ballen pressen. Ich glaube, eine lange Folge werden. Das macht nichts. Ja, da ist die Kram. Durch den Kram kommen wir schlecht durch. Beziehungsweise auch schlechte Erfahrungen gemacht. So. So, gleich mal. Ändern, löschen und Ernte Feld 13. Abfahrt einstellen. Super. Kommt Gras, ne? Ja, das ist, die macht man aus Stroh. 1% Gras und der Rest ist ja auch Gras. Okay. So, das läuft noch. Corona Paket einen Traktor genommen. Das läuft auch. Gut aus. Ups, geh vom Post. Hand frei. Aus, aktiv. 47, 94%, auf Feld 7 fast fertig. Das ist auf 3. Dürfte gleich die Meldung kommen, fertig. Aber ja, wenn fertig ist, werde ich die Folge beenden. So, in voller Nachbarschaft, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, dass ihr wieder einschaltet. Würde mich freuen über ein Like oder ein Abo. Sag mal danke. Dann sag mal tschüss und winke winke. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.